So, jetzt darf ich gegen den Typen hier hinter kämpfen und ich habe schon wieder das Gift aktiviert. Ich bin so ein Fehler. Der Typ ist OP. Ohne Witz. Gibt es denn überhaupt einen Weg, die Falle nicht zu aktivieren? Ist das nicht dieser Vampir-Typ? Wohltat! Mal schleunigst! Wow! Nicht Blitz. Lähmung habe ich nicht mal aufgeladen. Alter. Der Typ geht mir ziemlich auf die Nüsse. Alter, aufstehen, aufstehen! Warngeist? Ich komm nicht mehr hoch. Ohne Witz. Der tötet mich. Was macht denn der Warngeist-Pisser da? Ohne Witz. Es kann's doch nicht sein. Ja, komm, weh. Feuerball. Ohne Spaß, das kann's einfach nicht sein. Ohne Spaß, das kann's einfach nicht sein. Ich krieg grad die Krätze. Ja, bla 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 bla, Gift, bla, Zeug. Ja, schön. Erstmal das. Nummer 1 von 2 tot. Wow. Feuerball. Stirb. Geh sterben. Los. Wohltat. Fehlgeschlagen. Ich komme nicht mehr hoch. Ey, was ist denn da? Weißt du? Sonst wird man umgehauen und steht sofort wieder auf. Und was ist das? Man liegt am Boden wie tot. Weil der Pisser einfach OP ist. Oder ich bin einfach so underpowered. Noch Feuerbiss. Oh, Feuerball. Alter. Drecksvampir, stirb.
Kann ich eigentlich auch Vampirismus dadurch bekommen? Durch den Pisser? Ja, los, steh auf. Hallo. Aufstehen. Ja, komm, das ist... Manchmal kriege ich den so down fast und... Ist das überhaupt der, den ich töten muss? By the way, mal gucken. Wenn das noch nicht der ist, dann kotze ich noch viel mehr. Calvario, doch, das müsste der sein. Bam, in your face! In your face! Oh, Alter, hör auf mit deinen Berührungszaubern. Betouch wen anders. Betouch wen anders. Sagte ich. Du sollst wen anders betouchen. Echt mal. Betouch wen anders. Voltan. Feuerbiss. Nein! Aufstehen! Boah! Pisser! In your face! Man! Calvario, das war der Vampirstaub. Den nehmen wir mit. Der Rest ist mir sowas von scheißegal. Ihr habt Magie widerstanden. Oh, das ist cool. Das wiegt immer zu viel und sollte ich irgendwas davon dem holen? Versteckt. Ah, gut, das war's schon. Blüte der. Den nehmen wir mal einfach mal mit. Den nehmen wir auch mit. Und das nicht. Boah, ey. Aber ohne Witz. Der Pisser war schon nervig mit seinen Betatschener. Aber echt mal, kann ich durch diesen Typen irgendwie Vampirismus oder so bekommen? So. Ich habe davon keine Ahnung. So, Feuerball. Und jetzt darf ich wieder den ganzen Weg nach da irgendwie gehen. So. Das schaffe ich ja. Wenn nicht irgendwas OP ist gleich vor mir spawnt. Ich soll es nicht herbeirufen. Aber dafür ist es schon zu spät. Na gut. War das das Zeinablaber? Ach, das ist übertrieben weit weg, stimmt. Boah. Ja. Kurz um die Ecke. Was? Hat er das nicht irgendwie gesagt? Ist nicht weit vom Chainab-Lager entfernt, den Irano anruft. Wie viele Kilometer bin ich von dem Ding jetzt weg? 5 Milliarden? Naja, irgendwie sowas. Müsste dem nahe kommen. Ja. Athletik hat sich auf Dings verbessert. Stufe ist immer noch das. Zerstörung ist da. Wiederherstellung ist da. Illusion, Mystik. Wie höre ich Mystik? Ich weiß es gar nicht mehr. Kurzwaffe, Beschwörung. Beschwörung geht durch alle, ohne Rüstung, Verzauberung. Okay. Gut. Oh, dann geht's ja wirklich jetzt im nächsten Part los mit den ganzen Nebenerledigungen. Wenn ich mich nicht irre. Da ist das Lager. Ah ne, das war nur dieses Mini-Lager von zwei Typen da. Wenn ich mich nicht irre. Ich speichere jetzt hier einfach mal auf dem Weg. So. Gut. So. Und jetzt einmal darüber und dann müsste ich schon fast da sein. Yay, Moon Team.
Okay. Ich mag das Team absolut. So müsste gleich da sein beim Sign-up-Bla. Zum Glück hat mich das hier nicht so lange aufgehalten wie Goldener Heilige und so. Und ja, Goldene Heilige sind ja so spaßig. Und ich finde den Himmel cool. Ich mag das mit diesem... Oh. Was sind das für Planeten? Würde mich echt mal interessieren. Obwohl, das eine ist ein Mond und das andere ist ein Planet, oder? Was sind das für komische Sternzeichen, die so... Sterne, die so hell leuchten? Na, gut. Das wird bestimmt irgendwo geschrieben stehen. Ich ahne es schon. So. Auf zum Ashkan, auf zum Ashkan, auf zum Ashkan. Dahin. So. Und... Damn. So. Schreitet in Tugend. Nerevarine, was? Nun, ihr habt also den Vampir Calvario getötet? Nun gut, es soll mir eine Freude sein, euch als Sign-up Nerevarine anzugehen. Allerdings ist es... Sitzt das einer, der vom Ashkan eine Erbittung wünscht, ihm zum Zeichen den Dank ein Geschenk darbietet. Da ihr als Fremdländer mit unseren Bräuchen nicht vertraut seid, will ich euch einen Gefallen tun und euch sagen, was ich mir wünsche. Eine hochgeborene Tevani-Braut, hübsch und drei, mit breiten Becken, auf dass sie mir viele Söhne schenkt. Wo ihr eine hochgeborene Tevani-Braut findet? Das ist einfach, ihr solltet die Tevani-Fürsten aufsuchen und ihnen mitteilen, dass Ashkan... Chaos hat von den hohen Sign-up in die Lehre erwiesen würde, ihre Tochter zu seiner Braut zu machen. Sicher werden sich viele Tevani-Fürsten bei einem solchen Angebot geehrt fühlen. Betrachtet die vielen Töchter sorgfältig und sucht mir die beste aus. Holt euch den Ratschlag meiner weisen Frau Sonnummu Zabamat. Sie kennt mich in diesem Belang sehr gut. Okay. Ich weiß, dass Dennis mir da was mal erzählt hat mit dem Quest. Ja, bitte. Was wollt ihr? Das ist nicht die weise Frau. Das auch nicht. Hier ist gar nichts. Ach, da ist der dort Teppich vor. Braucht ihr. So. So. Kurzen Ratschlag. Nee, Bono, die neuesten Mücheldienste. Nee, Soulstime, Morley, Geisterwald, beunruhigende Träume, Dienste, Ratschlag. Ratschlag! Chaos hat möchte einen Tavani-Braut. Keine Tavani würde einen Arschländer heiraten, doch ich habe einen Plan. Geh zu Savil Imian auf dem Sklavenmarkt in Tel Arun und sag ihr, dass ihr eine hübsche Dunmar-Sklavin braucht. Sagt auch, wofür ihr sie braucht. Savil wird wissen, welche Kleidung ihr kaufen müsst und die Sklavin dann. Wie eine adlige Tevani kleiden. Dann werdet ihr sie ins Zainab-Lager eskortieren und dem Ashkan Kausgat als adlige Tevani zum Geschenk machen. Er wird nichts merken. Ashkan bla 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 und bla bla bla. Ist ihr Sklavenmesser in Tal Arun? Erstmal. So, ist das überhaupt hier irgendwo markiert? Habe ich mir das wenigstens hier irgendwo markiert? Tel Arun nennt man einen Turm und Siedlung von Erzmagister Gutrin. Ich zeichne es auf eure Karte ein. Bis zur Küste, er ist auf der Insel in der Zap. Vom Tel aus liegt Tel Arun genau im Westen. Ja, gut. Bitte. Was wollt ihr? So. Auf jeden Fall geht's hier beim nächsten Mal weiter und bis dahin nicht mal im Kind, Jana Jones.